Okay, wer ist diese mysteriöse Person, obwohl man das schon erkennt? Janus, was zum Geier machst du denn hier? Du bist also für den ganzen Ärger hier verantwortlich? Janus ist der geheimnisvolle Typ? Wer seid ihr alle? Was? Willst du uns für dumm verkaufen? Ich weiß doch genau, dass du dich an mich erinnerst. Ich bin Mark Evans, Kapitän des Raimunds Junior High Fußballclubs. Und du hast meine Schule in Schutt und Asche gelegt. Raimund Junior High? Der Name klingt vertraut. Mein Name ist... Ich kann mich nicht erinnern. Mark, glaubst du, dass die Alice Akademie ihn zur Strafe, weil er gegen uns verloren hat, sein Gedächtnis genommen hat? Das ist ja furchtbar. Wie können sie so etwas nur tun? Schlimm genug, andere mit Fußball zu verletzen, aber alle... Allein der Gedanke, dass ihre eigenen Leute zu behandeln. Alice Academy, ihr werdet für das bezahlen, was ihr getan habt. Oh, bitte, verschon mich damit. Ich gebe zu, dass ich... Ich habe gerade wirklich Janus gelesen. Dass ich Janus nicht ausstehen konnte, aber das hier. Komm mir nicht zu nah. Ich glaube nicht, dass du hier bist. Um Ärger zu machen, Janus, du weißt ja noch nicht einmal, wer du bist. Janus, hör mir zu. Es ist besser, wenn du von hier verschwindest. Such dir einen Ort, der sicher für dich ist. Sicher für mich? Janus, du Janus, hier, nimm das. Mark gibt Janus einen Fußball, den er einfach zufällig aus seiner Hosentasche gezogen hat. Ja klar, das ist ein Fußball, damit kannst du sehr gut umgehen, erinnerst du dich? Wenn du willst, kannst du mit uns mitspielen. Wir können alle zusammen spielen, in Ordnung? Zusammen spielen? Ja, alle zusammen. Wird er sicher zurück ins All teleportieren? Mark, er hat deine Schule zerstört und du gibst ihm einen Ball und lässt ihn gehen? Wie kannst du ihm einfach so vergeben? Ich weiß nicht, ich bin mir gerade einfach sicher, dass er nicht mehr derselbe Janus ist wie vorher. Vielleicht können wir ja jetzt befreundet sein. Fußball könnte uns zu Freunden statt zu Feinden machen. Du bist viel zu vertrauensselig, Mark. Also wenn Mark sich so sicher ist, dann bin ich in seiner Meinung. Wir sollten mit Trainer Hillmann reden, wenn wir Janus und seine Freunde da abwehren wollen. Kannst du jetzt mit Hilfe des Abwehrsystems spielen? Yay! Okay, die hole ich mir jetzt. Ich verstehe das nicht. Ich hole mir jetzt Janus. Das ist doch... Nein, ich muss mich irren. Ich weiß, wer das ist und ich weiß, so was für eine Verbindung die beiden haben. Hallo, Trainerin. Oh, ist es schon so weit? Trainerin, ist alles in Ordnung? Sie wirken, als hätten sie einen Geist gesehen. Es geht mir gut. Alles in Ordnung. Ja, die Zeit ist um. Ihr müsst jetzt zurück zum Training. Hey, wo ist denn Xavier hin? Ist er schon wieder einfach verschwunden? Wir sollten Klose definitiv mitteilen, dass sie sich keine Sorgen mehr machen müssen. Wegen den geheimnisvollen Typ machen müssen, ja so. Genau, und Scott wird jetzt auch mit seinem Team auf dem Fußballplatz trainieren dürfen. Lass uns am besten gleich zurück zur Kloster Definity gehen. Andere Richtung. War es wirklich der, für den ich gehalten habe? Ja, ich weiß. Aber ich werde trotzdem jetzt nach Westen. Man kann ja nicht wissen, was man hier vergessen kann. Ah, was sage ich denn? Spiegelung. Okay, dann habe ich alles hier. Neues Team, die Bedächtigen? Was ist das denn ein behinderter Name? Meteorattacke. Ich werde jetzt Janus abwerfen. Weiter so, Raimund! Das ist jetzt mein oberstes Gebot. Ich werde jetzt Janus abwerben. Den werde ich jetzt abwerben. 100 Pro. Ich scheiße auf die Freunde aus den Bekanntenkreisen und so. Solche hässlichen Menschen. Ich will lieber mit Aliens spielen. Die Klosterkicker.
voll hochgenommen. Und in your face. So, den hatte ich jetzt auch. Okay. Zum Boss. Okay. Ja, ich will Anruf tätigen. Anwerben. Ich weiß, wie er heißt. Was ist das Y? Ah, da oben. Okay. Eigentlich muss es den geben, aber naja. Abwerben. So mit ein paar Spiele aus. Warte, weitersuchen. Ich will Janus haben, Mann. Ah, da ist er ja. Ja. Such mal Janus für mich. Ich habe gehört, dass Janus beim Hauptgang der Albino Junior hier ist. Okay. Karte. Wir gehen jetzt zu Alpine Junior High. Mir ist es jetzt egal. Mir ist es jetzt so scheißegal. Ich will jetzt nur den haben. Okay, wo ist er denn, der Süße? Hier ist doch der Eingang. Axel? Nein. Und du? Da ist er ja. Du bist doch... Ach, mein Kopf, was ist das? Mein Gedächtnis. Du bist der Schlüssel zu meinem Gedächtnis. Du, wir müssen spielen. Ich brauche mein Gedächtnis. Okay. Lass uns anfangen. Ich hol mir jetzt Janus. Finde gegnerische Tore. Irgendwie macht es Spaß, diese Dinge zu verarschen. Und gewonnen. Ich hab die jetzt. Ihr seid Raimon, die Raimon 11. Dieser Fußball ist. Noch ein bisschen, noch ein wenig, dann erinnere ich mich bestimmt. Auf geht's, Runde 2. Okay. Geh mit 2 Toren in Führung.
jetzt schaffe, weiß ich nicht. Okay. Tolles Tor! Gretchen. Okay. Klingt bitter. So. Sehen wir mal. Tolles Tor! Okay, das sieht bisher läuft es sehr gut. So kann man leicht leveln. Echt geil. Jetzt weiß ich wieder, ich bin Janus und du bist Mark Evans. Du hast mir diesen Ball gegeben. Ich habe versprochen, mit dir Fußball zu spielen. Es wird Zeit, dass ich mein Versprechen mit einlöse. So muss es sein. Eigentlich habe ich einen tollen Spieler mal. So, und wenn ihr noch weitere Spieler habt, die man anwerben soll. Die Ski-Masken. Wie es reintreffe, ist... Okay, so gut. Tolles Tor! Okay, das haben wir dann auch. Dann ist heute das mein vierter Part für den 31. Oktober für Halloween. Das reicht dann auch für heute. Es kommen ja noch zwei Parts Dimension dann. Kyoto. So, jetzt haben wir Janus in der Truppe. Das ist Gott. Da ist Gott. Was ist denn hier los? Die anderen sehen so wütend aus. Gibt es da Ärger? Gibt es ein Problem? Naja. Banyan hat versucht, eure Geheimnotizen zu stehlen. Er hat was getan? Dieser kleine Tunichgut hat also nur darauf gewartet, dass wir fort sind. Wir wollten ihnen sogar noch helfen. Nein, 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 nein. Ihr versteht das völlig falsch. Ich wollte sie mir nur ausleihen. Das ist doch alles komplett... an den Haaren herbeigezogen. Schweig still, du kleiner Dieb. Wartet mal einen Moment. Du solltest nicht einfach behaupten, dass es gestohlen hat, wenn du keine Beweise dafür hast. Scott, wir haben herausgefunden, wer für den Ärger in Kyoto verantwortlich ist. Das heißt, du darfst jetzt Fußball auf den richtigen Fußballplatz spielen. Ich freue mich so für dich. Willst du damit sagen, dass ihr mir wirklich helfen wolltet? Scott, glaub mir, du kannst mal vertrauen. Wenn er etwas verspricht, dann hält er sich auch. Vertrauen, glauben. Wo ist meine Mami? Der arme Junge, er wartet schon seit Stunden auf seine Mutter. Er muss ihnen sehr vertraut haben. Sie hat mich verlassen. Ich habe ihr vertraut. Leuten, denen man vertraut. Sie verlassen einfach ein. So eine Scheißmutter. Scott, hör auf, hör auf, hör auf! Scott hat die Geheimnotizen auf den Boden geworfen. Was tust du denn da? Hehe, da habt ihr euer blödes Notizbuch. Dun dun dun. Autsch, du, was sollte das denn? Wir sehen uns im nächsten Part.